Moin, ein, zwei Worte von mir immer zu dieser ja, Boosterbox. Wir wollen hier mal reingucken. Das Ganze ist Silver Tempest und ich habe mir sagen lassen, das Ganze ist wieder wiegbar. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Wir werden es hier einfach mal, einfach der ja, Möglichkeit willen, einfach mal tun und schauen, ob das tatsächlich so ist. Wie wir sehen können, das Ganze ist nagelneu verschweißt. Wir haben hier auch das ganz normale Logo hier mit auf der Folie. Also das ist soweit alles in Ordnung. Ich habe einen kleinen Zettel bereitgelegt, da schreibe ich die Gewichte drauf. Und ich habe natürlich auch eine kleine Waage parat. Das schauen wir uns jetzt gleich einfach in Ruhe einfach einmal an. Ich öffne das Ganze jetzt erstmal hier entspannt. So, schmeißen wir hier weg. Und dann schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Das können wir erstmal zur Seite. Ansonsten könnt ihr gerne mal sagen, wie ihr das Set findet, ob was euer Eindruck ist und ob ihr vielleicht schon Glück mit dem Set hattet oder auch eher weniger. Und insgesamt, was ihr davon haltet, dass Pokémon Company es nach wie vor nicht hinbekommt, hier einfach mal ein Produkt zu liefern, was eben nicht ja, wiegbar ist, dass da nicht irgendwelche Scammer vorher ein wenig die Sache verfälschen. So, für die, die sowas mögen, ich habe hier noch die Folie drauf, das ist eine nagelneue Waage, die ziehen wir immer ab, so, sehr satisfying, das kommt hier rüber. Und das ist erstmal die Boosterbox. Das ist vom Artwork her meiner Meinung nach sehr gelungen und sieht sehr schön aus. Wir stellen das Ganze mal auf, so wie es sich gehört als Aufsteller. Und schauen mal, wie das dann aussehen würde. Beziehungsweise, vielleicht kennt ihr das ja auch schon, ist ja jetzt schon ein bisschen draußen das Set. Ich meine, es ist leider sehr spät erst geliefert worden. Aber jetzt ist es da. So sieht das Ganze dann auch aus. Und ich finde, das sieht nach einem ordentlichen Banger aus. Hier auch Alola Vulpix. Das ist erstmal alles soweit ganz schön. Und dann kommen wir jetzt zum spaßigen Part, nämlich die Wiegen. Das kann ja mal ein bisschen dauern. Wir schalten das Ganze mal ein. So, wir nehmen uns hier schon mal unseren Stift drüber. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem ersten Pack. So, 22,02. Schwuppdiwupp. Ich werde hier einfach das Ganze pausieren, beziehungsweise ein bisschen beschleunigen. Ihr müsst nicht den ganzen Prozess mit ansehen. So, jetzt haben wir das Ganze einmal komplett durchgewogen und haben jetzt nee, erstmal das Ganze nicht mehr in Nutzung. Wir sehen hier, das ganze Ding ist leer, also wir haben das einmal komplett durchgearbeitet und ich habe das Ganze sortiert nach dem Gewichten von leicht nach schwer. So, das ist einmal die einzelnen Häuflein, die wir hier jetzt zu vermerken haben. Und zwar sieht sie folgt aus. Ich schiebe hier mal ein bisschen hin und her. Wir haben eben hier die 21er Gramm Pakete und 22 Gramm Pakete. Und die sind dann jeweils hier nochmal unterteilt auf die Kommastellen. Wir haben eins, das ist super leicht. Das ist dieses hier. Und dann haben wir hier einen relativ großen Haufen mit relativ leichten Paketen. Dann so ein solides Mittelfeld, bisschen schwereres Set hier. Und dann haben wir zwei Pakete, die deutlich schwerer sind als die anderen. Und ich werde jetzt die leichten hier erstmal nach oben schieben und wir gucken uns auch mal die schweren an, weil das sollen im Endeffekt die problematischen Pakete sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das vielleicht auch nur in einem englischen Set so ist. Auf jeden Fall sind das unsere zwei schweren Pakete. Das eine ist bei 22,1 und das andere hat 22,13. Und ich würde sagen, wir schauen einfach direkt rein und gucken mal, was uns hier erwartet. So, dann einmal eine Codecard. Ups, jetzt ist fast verkackt. 1, 2, 3.
Ah, fuck, es sind vier dieses Mal. Okay, sorry. Das ist mein Fehler. Vier Stück. Einmal Kampfenergie. Rossana. Wir haben Toxipex. Dann haben wir hier den Professor. Wir haben Vulcano Traumfugil. Weimar Kramux. Imolga. Oh, wir haben ja tatsächlich schon direkt. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eben schon das eine gesehen. Full Art Trainer. Aus der Trainer Gallery. Ganz cool. Passimani. Und ein Holo. Das Krokaidon. Mir fällt gerade der deutsche Name ehrlich gesagt nicht ein. Aber das ist erstmal unser Start. Das ist, würde ich sagen, schon mal ja, ein Hit. Und wir gucken mal direkt, ob das zweite Paket dann sich auch mit einem Trainer Gallery und einem Holo befüllt ist. Und da mache ich diesmal hoffentlich nicht den gleichen Fehler und zeige schon, was hier Sache ist. So, wir öffnen das Ganze. Einmal die Codecard. So, und dann 1, 2, 3, 4 nach vorne. So, und jetzt haben wir alles richtig gemacht und dann schauen wir mal. Wir haben Blitzenergie, wir haben den, wir haben Violet, wir haben Winona, auch ein ziemlich geiles Artwork in dem Fall. Finneken, Doand, nochmal Imolga, zwei Packs ineinander. Tanhel. Und dann haben wir hier noch Stunfisk, ein Reverse. Und, ah, okay, gut. Dann haben wir hier einmal unsere V-Star-Karte. Serpi Royal ist das, glaube ich. Das ist schon mal soweit, ja, ein ganz netter Anfang. Und ich würde sagen, ich muss mal hier meine Sleeves organisieren. So, dann machen wir mal. Dann haben wir hier einmal einen Sleeve für unsere V-Star. Schwuppdiwupp. So, dann haben wir das Ganze hier verstaut. Dann haben wir hier noch unseren Reverse Holo. Holo, Reverse Holo, Trainer Gallery, V-Stars. Und wenn wir dann soweit kommen, vielleicht auch noch die ein oder andere V-Karte. So, dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem leicht schwereren Haufen weiter. Das ist der hier. Die Pakete sind alle bei 22 Gramm. Und dann aufsteigend, wir können ja einfach mal von hinten uns durcharbeiten. Das heißt, wir fangen an mit den 22,08. Und schau mal, ob das sich jetzt so bewahrheitet und es sich systematisch hier eben jetzt um Hits handelt oder ob da vielleicht doch nichts dran ist. Hier einmal die Codecard. So, 1, 2, 3, 4. So, wir haben einmal Energie. Wir haben Claydon, wir haben Hypno, wir haben Archen, wir haben Vulpix, wir haben Schnäppke, wir haben Fletchling. Wir haben Fall Staker, glaube ich. Nee, Smeargle, ein Kaedon, Reverse Holo und. Oh, alles klar. Die Vista Goldkarte von Lugia. Das ist auf jeden Fall ein Hit. Interessant, dass das Ding leichter ist als die normale Vista Karte. Wobei das auch nur minimal war. Aber das Ganze schwuppdiwupp rein in die Hülle. Und würde ich sagen, kommt dann hier noch mit hin. Das kommt hier drüber. Und dann schauen wir mal, was hier noch so kommt. Wobei ich tatsächlich den Trainer Gallery Boy hier auch mal sleeven möchte. Weil, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von den Trainer Gallery Karten. Wer schon das eine oder andere Box-Opening von mir gesehen hat, weiß das. Und würde ich sagen, geht es jetzt direkt weiter. Mit einem 22,07 Pack. So, einmal eine Codecard. Schwuppdiwupp. 1, 2, 3, 4. Vista Marker. Wir haben den Professor. Wir haben Drakapult. Wir haben Metang. Wir haben Espor. Smeargle, wir haben hier einen Litten, was sehr, sehr ängstlich guckt. Ein Petili, ein Lumpy, ein Reverse Holo, Häschen und. Okay! Ein Regilecki V-Max, tatsächlich. Das ist auch ein geiler Pull. Ich würde sogar sagen, bisher ist das ein ganz solides, ja, wie nennen wir es? Ein solides Booster-Display hier. Also, wir haben ja schon relativ zügig ganz gute Hits gehabt. Ich meine, klar, es ist angeblich ja biegbar. Das scheint sich auch zu bewahrheiten. Also bisher, wir von allen Packs, die wir geopend haben, vier Stück, haben wir
Hits gehabt. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt weiter. Jetzt haben wir hier ein 22,5 Paket. Mal gucken, ob sich das hier jetzt fortsetzt, der Trend. Mal vorsichtig, dass ich nicht irgendwas zeige, bevor es soweit ist. Upp. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade missgebaut. Hier ist einmal die Code Card. 1, 2, 3, 4. Und wir haben einmal Stahlenergie. Wir haben hier, oh, den Boy kenne ich auch nicht so gut. Ich bin halt eigentlich so ein bisschen mehr noch im OG unterwegs. Ich mag die neuen Pokémon größtenteils tatsächlich irgendwie auch. Aber da scheitert es da manchmal an den Namen. Vor allem, weil dann viel auch mit Englisch und Deutsch durcheinander geraten ist. Oh! Oh, die Radiant-Karten. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Die sind natürlich auch in diesem Set mit drin. Hier ein sehr schönes Exemplar und nochmal ein Holo on top. Also ein Holo und ein Radiant. Den Radiants lieben wir natürlich auch ab. Die haben diesen richtig schönen Effekt hier im Reverse-Bereich oder Holo-Bereich, der auch so eine eigene Haptik hat. Finde ich, ist auch ein sehr schönes Ding. Und gleichzeitig sind sie natürlich auch eben Shiny-mäßig unterwegs. So, das Ganze kommt zur Seite. Radiants packe ich hier mal unter Holo und den anderen. Das passt ganz gut. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit 22,05. Ah, stimmt, die Radiants sind hier drin. Und vorhin gibt es, glaube ich, auch einen Simsala. Das finde ich natürlich auch ziemlich geil. Wenn wir das kriegen könnten, wäre das schon ziemlich cool. Könnt ihr auch mal sagen, was eure Lieblingskarte aus dem Set ist. Hier ist einmal eine Codekarte. So, 1, 2, 3, 4. Nach vorn. So, Wasserenergie. Serena. Wir haben hier diese ägyptische Geschichte, Kramux, Tanhel, Popanks, Sonnenkern, was sehr, sehr glücklich aussieht. Ein Funpi, ein Reverse Holo, Sandygeist und, okay, noch ein Serpiroyal. Diesmal das normale V-Modell, sieht aber auch sehr, sehr hübsch aus und sehr crisp. Das Ganze kommt natürlich auch in ein Sleeve und ist damit auch unsere erste V-Karte, die wir jetzt hier gezogen haben. Ich hoffe ja natürlich, dass wir auch noch einen Vulpix hier irgendwie ziehen können. So, wir sortieren das hier mal ein bisschen um. Die sind nicht ganz so wichtig. Die schieben wir hier rüber. Das schieben wir hier hin. So, und dann haben wir auch grob die Hits. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit 22,5. Und schauen mal, was uns hier erwartet. So, einmal eine Codekarte. Ups. 1, 2, 3, 4. Feuerenergie. Nein, Psycho. So, und dann schauen wir mal. Die Entwicklung auf jeden Fall. Dragonier. Ja, stimmt. Es gibt auch Dragoraner im Set. Das wäre natürlich auch noch eine sehr schöne Sache. Ein großer Fan. Allgemein, glaube ich, ein Fan-Favorite. Aber grundsätzlich wäre das natürlich ein nicer Pull. Wieder ein normales Vulpix. Alola Vulpix lässt noch auf sich warten. Dann eine Trainer-Reverse-Karte. Davon bin ich immer nicht so ein Fan. Und, Chestnut. Gut. Das ist auf jeden Fall wieder eine V-Karte. Und damit bleiben wir bei dem Trend. Wir haben bisher nur Hits gehabt. Also da scheint was dran zu sein. Das ist sogar noch einfacher anscheinend zu wiegen als das letzte Set. Da hatte ich tatsächlich ja auch mal den ein oder anderen Fehlgriff beim Nachprüfen gehabt. Aber hier scheinen wir bisher auf einem sehr guten Trend zu sein. Wir gehen einfach systematisch von einem schweren zu einem minimal leichteren Pack. Und bisher waren es alles Treffer. Mal schauen, ob es also die Codekarte schon gezeigt. So, Codekarte. 1, 2, 3, 4. Wuppdiwupp. So, einmal ein V-Star-Marker. Serena. Draconis. Wooka. Esper. Dratini. Blumpy, Medite, Dwerper, dann ein Kaleido, ein Reverse und dahinter ein Full Art Rainbow Brandon. So, das heißt also, unser Ultra Rare, Secret Rare ist schon mal damit weg. Ich nicht so ein Fan, ich habe irgendwie Pech, irgendwie immer die Full Art Trainer zu ziehen. Ich hatte auch letztes Mal Lady dabei. Aber na gut, das ist jetzt so und ich glaube, damit können wir auch leben. Es ist auf jeden Fall ein Hit. Und ich würde sagen, wir greifen uns direkt das nächste und verschwenden gar nicht die viel Zeit hier und schauen mal,
ob wir hier noch irgendwas ziehen können. Ein Altart wäre halt ziemlich mächtig, aber ich glaube tatsächlich, dass die Chance, dadurch, dass wir den gezogen haben, jetzt schon gleich 0 ist. Einmal hier eine Codecard. Aber wir schauen mal, vielleicht ist ja doch was möglich und ich habe irgendwas falsch auf dem Zettel. So, wir haben einmal dunkle Energie. Dedene, Starstone, Morpeko, Morpeko, Fengus, Sandygeist, Relikant, Harlucha, Rufflet, Reverse für Nontor in ein Holo Dragapult. Drachen Dragapult, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz schickes Ding, soweit. Und kommt auf unseren Holo-Haufen. So, ich denke, eigentlich müsste hier noch der ein oder andere Trainer Gallery und auch V-Kartenpull dabei sein. Weil 2 kommt mir dann nach doch ein bisschen wenig vor, aber wie gesagt, bisher haben wir eigentlich eine ganz gute Hitrate. Wir haben noch gar kein Pack, wo gar nichts drin war, gezogen. Achso, das hier waren jetzt 22,02. Ups, einmal ein Codecard. 2, 3, 4, jetzt ist aber Feuerenergie. Jawohl, okay. Feuerenergie richtig gegessen. Also, luck on the pack, please. Golbat. Pirko, Ponita, Blutzuck, Drüper, Spinder, Vashwa, Reverse, Holo, Fletchender und... Aha. Oh mein Gott. Jawohl, oh mein Gott, das wollte ich. Das ist dieses nice Lugia, was so richtig geil gezeichnet aussieht. Das finde ich sogar geiler als das Altart. Ich finde, die sieht so mächtig aus, diese Karte. Also, holy shit. Darüber freue ich mich tatsächlich ziemlich jetzt gerade. Auch wenn es im Video immer nicht so rüberkommt. Ich bin da immer sehr gelassen tatsächlich. Aber guckt euch das an, ey. Wow. Also, das ist so nice gemacht. Also, da muss ich echt sagen, es ist richtig gut. Ich weiß auch nicht, warum der Hype um die Karte nicht so groß ist. Wahrscheinlich, weil die Pull Rate besser ist. Aber wie geil sieht die denn bitte aus, ey? Wie geil. Na gut. Schauen wir weiter. 2 Packs haben wir noch aus dem 22er Haufen. Wir schauen mal, was hier noch so kommt. So. Einmal eine Codecard. 1, 2, 3, 4. Wupp. So, wieder Feuerenergie. Vielleicht haben wir wieder Glück mit. Dragonier. Donphan. Dratini und Dragonier. Vielleicht ist das ein Dragoran-Pack mit Full Evolution Line. Funpi auf jeden Fall. Einmal die komplette Evolution hier drin. Rufflet. Radiant Ryachi. Und dahinter. Ganz reguläre Karte, aber auch hier sehr schick. Sehr, sehr schick. Kann man nicht anders sagen. Und auch das sleeven wir direkt ab, weil, wie gesagt, Radiant-Karten meiner Meinung nach echt auch total unterbewertet und ich finde es ziemlich cool, dass es die gibt. Genau wie die Shiny-Karten sonst. Also, da kann man vielleicht gar nicht so viel zu sagen. So, ein Pack haben wir noch. Das wiegt genau 22. Bin ich mal gespannt, wie sich das auf das Ganze auswirkt. Ja. So, puh. So, einmal Codecard. 1, 2, 3, 4. Und wir haben hier einmal Elektroenergie. Ich weiß nicht, ist das bei allen Energiekarten? Ist das neu? Ist das ein Fehler? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Müssen wir mal bei dem nächsten Pack drauf achten. Serena. Smeargle, Esper, Dratini, Chanchou, Dite, Reverse Holo Blutzug und jawollo, Ursulana. Gibt es aktuell oder gab es gerade ja auch bei Pokémon Go zum ersten Mal. Ist meiner Meinung nach auch ein ganz cooles Pokémon, was so ein bisschen underperformed vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in Scarlet und Violet so gibt. Wäre natürlich auch mal interessant, ob man das überhaupt competitive benutzen kann. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt da im Metagame drin seid. Ich bin auf jeden Fall drin. Ich spiele super gerne auch das neue Pokémon. Aber gut, wie soll's. Ich würde sagen, wir greifen uns die nächste Rubrik, die 21,9 und aufwärts Pakete.
Und wir fangen wieder mit dem schwersten an. Das wären 21,98. Und dann schauen wir doch einfach, was uns hier so erwartet. Boah, auf jeden Fall ein Paket, was ich nicht öffnen lassen möchte. So, das haben wir. Und einmal eine Codekarte. Und 1, 2, 3, 4. Wir nehmen mal Pflanzenenergie. Nope. Und dann legen wir mal los. Relikant. Alucha. Togemaru. Noch ein Reverse Holo Trainer. Naja, und. Oh, den haben wir heute schon mal gesehen. Dragapult oder Drachenpult. Gut, kommt auf unseren Haufen. Komisch, dass es genauso viel gewogen hat wie die anderen Karten, wie das andere Pack, oder nicht so viel gewogen hat. Schau mal, 21,97. Was man bei den Wiegen, ich habe das jetzt relativ zügig gemacht und auch alles nur einmal gewogen. Also ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat. Vielleicht verrutscht da auch nochmal das ein oder andere und dann kommt da ein falsches Ergebnis bei raus. Das kann ich gar nicht so genau sagen. So, einmal die Codekarte. Und dann schauen wir 1, 2, 3, 4. So, Wasserenergie, ein Anorit, was sehr nice aussieht, ein Fossil, ein Fernantor, ein Forsaker, ein Pikachu, ein Ponita, ein Blutzug. Und ja, es wiederholt sich so. Jawohl, wir haben hier einmal einen Gera-Trainer und ein Non-Holo-Rare gezogen, aber auch die hier sehr, sehr nice. Ich werde hier nochmal jetzt gleich noch ein paar Hüllen besorgen, weil irgendwie habe ich gar nicht genug mitgenommen. Weil irgendwie habe ich das nicht so ganz auf dem Zettel gehabt, dass vielleicht auch der eine oder andere Pull hierbei sein wird. So, das ist einmal unser Trainer Gallery Pull. Auch den sleeven wir ab. Schwuppdiwupp. Ich vermute tatsächlich, dass dann in dem Haufen noch mindestens ein, zwei sein werden. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich da mich jetzt komplett irre. Wir schauen einfach mal. Wir haben jetzt hier 21,97. Und mal sehen, was uns hier jetzt erwartet. So, wir haben einmal eine Codekarte. Und 1, 2, 3, 4. To the front. Wieder! Okay, wir haben sehr viele Unlichtenergien. Landhorn. Fossil hatten wir auch eben gerade erst. Zubat, das ist glaube ich das erste. Einen kleinen Pilz. Funpi, Reverse Holo Tunnel into. Okay, okay, okay. That's what we're talking about. In ein Regidrago. Wie? Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tatsächlich von diesen neuen Golems halte. Aber wir nehmen sie erstmal mit. Für mein Projekt. Ich versuche ja, den ganzen Pokédex irgendwie in Karten einfach zu sammeln. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen relativ einfach. Ich bin noch nicht so lange dabei, deswegen ist es für mich doch eine kleine Challenge. Mir fehlt da noch so einiges an Karten und nach Möglichkeit versuche ich das eben mit glitzernden Karten zu machen. Das können Reverse-Holos sein, das können Full-Arts sein, das können einfach ganz normale Holos sein, das können Gala-Trainery, das geht alles. Hauptsache, sie glitzern irgendwie, aber ich habe aktuell noch nicht mal ohne Glitzereffekt den kompletten Deck zusammen. Also selbst das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich bei mir. Aber das ist so mein kleines Projekt. So, wir machen weiter mit 21,95. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe die ersten 150 habe ich zusammen. Das ist ganz cool. Aber dann sind danach alle anderen Einträge im Prinzip noch leider unvollständig. Das zieht sich so ein bisschen. Und irgendwie, ja, habe ich auch nicht so Glück mit den Packs. Ich habe ja auch zum Beispiel auf einen Seetalking gehofft in den letzten Display, aber da hatte ich auch kein Glück. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. So, einmal Codecard. 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen, Wasserenergie. Wieder Unlicht. Wow, Leute, fällt euch das auf, dass es sehr viel Unlicht in diesem Paket oder in diesem Display sind? Oder bin das einfach nur ich, der gerade irgendwie sich irgendwie, ja, nicht richtig konzentriert und das Gefühl hat, dass es so ist? Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das alles nur. Okay, ein Holo, dass das nur so ist. Ich weiß nicht, ich bin offen für alles. Wenn ihr merkt, dass ich Quatsch rede, dann lasst mich das doch einfach wissen. Ansonsten machen wir direkt weiter mit 21,95.
5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Schwuppdiwupp. Na, willst du wohl? So. Na, jetzt bin ich mir nicht sicher. Es kann sein, dass die Code auf dem Kopf ist. Nein. So, das ist einmal die Code Card. 1, 2, 3, 4. So, Stahlenergie. Krokok. Und Delphox. Ja, ich weiß nicht. Wir kriegen auf jeden Fall die ersten Wiederholungen. Auf jeden Fall. Pikachu into Pikachu. Reverse Holo. Und dahinter einmal Holo. Okay, gut, also bisher hat sich meine Theorie nicht bestätigt, dass wir hier jetzt irgendwie noch ein paar Trainer Galleries sehen. Aber wir gucken jetzt einfach mal hier rein, 21,93. Und schauen mal, was das hier jetzt uns bringen mag. So, einmal eine Codekarte. 1, 2, 3, 4. So, Elektroenergie, und es scheint tatsächlich so zu sein, dass das so gehört. Toxipex, Rosana, Toxipack, ja, Dratiri, Dratini, Klick und Tamagaro, Reverse, Holo Galoppa und es gibt hier anscheinend auch Trainer mit Holo. Aber gut, dann ja, müssen wir damit einfach arbeiten. War mir nicht so bewusst. Und jetzt haben wir noch ungefähr, wir können ja mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete, die 21 wiegen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pakete, die da drunter wiegen. Und ich vermute mal, dass diese 12 hier auf jeden Fall keine Hits haben werden und dass hier vielleicht sich noch der ein oder andere Hit versteckt. Wir schauen einfach mal, was kommt. Jetzt sind wir in den 21,8 Paketen. Und ja, wir lassen uns mal überraschen. So ganz plausibel ist es alles noch nicht, finde ich. Ich habe zwar das Gefühl, dass man es definitiv wiegen kann. Also ich könnte jetzt ja auch einfach aufhören. Und hätte auf jeden Fall einiges an Karten gezogen. Aber so ganz ersichtlich ist mir jetzt nicht, warum jetzt zum Beispiel diese eine Holo, die wir hatten, von Dragapult, irgendwie zweimal aufgetaucht ist in unterschiedlich schweren Paketen, also deutlich unterschiedlich schweren Paketen. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz ersichtlich gewesen. So, Sonflora haben wir auch noch nicht gehabt. So, ich bin gespannt, ob hier überhaupt noch was drin ist. Reverse Holo Funpi und ja, eine ganz normale Rare-Karte. Also so wie ich mir das erwartet habe, kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Wobei es sehr untypisch ist, habe ich das Gefühl, dass es nur zwei Trainer-Gallery-Karten sind, die ich hier ziehe. Aber gut, das ist, kann natürlich so sein, weil wir einfach ein Display gezogen haben, wo jetzt nicht die optimalen Pulls drin sind. Aber die Code-Card. 1, 2, 3, 4. So, Feuerenergie. Aber gut, wir schauen, was uns hier jetzt noch erwarten sollte oder eben auch nicht. Ja, unsere Reverse Holo ist ein Trainer und wahrscheinlich nichts. Jawohl, das habe ich mir gedacht. So, und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und wir werden hier keine Puls, achso, 21,83. Wir werden hier keine Puls mehr generieren. Aber wir schauen einfach mal weiter. So. 1, 2, 3, 4. Kampfenergie. Reverse Holo Trainer und wieder nichts. Jo, ja, es scheint tatsächlich so zu sein. Eins schaffen wir noch, da muss ich erstmal aufhören. Ich habe nämlich noch einen Termin gleich, aber ich glaube, es ist schon relativ ersichtlich, was hier passiert. Das Ganze scheint so zu sein, dass hier keine Pulls mehr kommen werden. Das war jetzt 21,8. Hier einmal die Code Card. 1, 2, 3, 4. So. Einmal eine V-Star, ein O-Mod.
Wands, Lanthorns, Zwillix, Rotom. Ein Dreepy das erste Mal tatsächlich. Vulpix, Into Reverse Holo Arctos und ein ganz normales Gardevoir. So, ich werde jetzt an dieser Stelle einfach einen Cut setzen. Ich denke, wir sehen hier schon den Trend. Also wir haben eigentlich alles am Puls hier rausgeholt schon aus dem Display. Und ja, damit das Video jetzt nicht unendlich lang wird, wir sind hier schon bei fast 40 Minuten, würde ich hier einen Cut machen und einfach sagen, Leute, passt auf und nutzt das nicht gegen die Community, sondern schaut einfach, dass ihr das so ein bisschen, ja, berücksichtigt und da euch nicht scammen lasst.